Ours is a cycle of hatred. Und damit Servus und herzlich willkommen hier bei Chromie.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute möchte ich euch in diesem Video sagen, was mit Unterstadt passiert, warum es vor allem nicht mehr Unterstadt sein wird, sondern die Verlassenen werden sich voller Stolz Lordaeron zurückholen. Außerdem, warum wir Gründe haben, dass es weitere Teile der Traditionsquestreihe der Verlassenen geben wird, warum wir einen neuen Stützpunkt oben in den östlichen Königreichen für Midnight brauchen und dass die Verlassenen selber sogar sagen, dass es die Unterstadt gar nicht mehr geben wird. Überall in World of Warcraft kommen gerade neue Hauptstädte. Also, gefühlt, nein. Wir haben nur natürlich Gilneas und Bellameth für die Nachtelfen. Wobei Bellameth eine volle Hauptstadt ist, zwar natürlich ohne Auktionshaus und Bank, aber mit einem großen, guten Portal-Hub und definitiv noch nicht fertig ist, wenn man der Aussage von World of Warcraft glaubt. Und Gilneas gerade noch so ein Work in Progress ist mit ganz vielen NPCs, die dort bauen und hämmern und zimmern und bauen und hämmern und zimmern, sehen wir doch, dass Hauptstädte gerade im Zurückkommen sind. Und irgendwie sind sie auch wichtig. Und jetzt will ich gleich eure Meinung. Braucht eine Hauptstadt wirklich ein AHA und eine Bank oder nur ein Portal-Hub? Reicht es, dass es sie überhaupt gibt für eine reine Immersion für diese Völker, für die Welt von World of Warcraft? Glaubt ihr, dass wenn alle Hauptstädte alles bekommen, ja vielleicht Sturmwind und Orgrimmar aussterben könnten? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Und wir gehen rein ins Video. Und dieses Video wird präsentiert von Holy, der Lieferant für tolle, geschmackvolle Getränke. Hydration, Energy oder Tea. Ihr habt die volle Auswahl, auch die zwei neuen Hydration-Sorten, Cranberry und Birne. Mit dem Code CHROMIE spart ihr ganze 10% auf euren Einkauf. Link unten in der Beschreibung. Unterstadt wird nicht mehr sein. Und die Verlassenen holen sich Lordaeron voller Stolz zurück. Blizzard hat die Art und Weise geändert, wie sie die Welt von World of Warcraft verändern, wie sie World of Warcraft patchen und aufbauen. Es ist nicht mehr so, dass alles innerhalb eines Patches entstehen muss, beziehungsweise in einer Erweiterung abgeschlossen sein muss. Klar, wir hatten in der Vergangenheit öfters mal Dinge, die dann über Erweiterungen gingen, kleinere Questreihen oder. Aber meistens waren solche Dinge wie eine Hauptstadt, wie solche Änderungen in sich verpackt und abgeschlossen. Das wurde geändert mit dem letzten Patch in Shadowlands, Zerith Mortis, wo man übrigens auch den Start von der Zurückeroberung Lordaerons begonnen hat, als man die Seuche versucht hat zu vertreiben, zusammen mit Kalia Menethil und Lillian Voss, Belmorph, Apotheker, auch den neuen Rat gegründet hat und auch gleichermaßen Gilneas und Gen Graumenia ja schon versichert hat, dass man ihnen hilft, Gilneas zurückzuerobern. Und jetzt sind wir dran für Unterstadt. Und auch so, wir merken es in der World Soul Saga, dass sie ganze Erweiterungen jetzt auseinanderziehen und sagen, ey, wir brauchen Zeit, um dieses Thema wirklich komplett ja, zu zeigen, zu erklären, zu erläutern, aufzubauen und ein Worldbuilding zu schaffen. Shadowlands hätte sich über sowas gefreut, denn der Kerkermeister auf 3 Erweiterungen wäre vielleicht ganz cool geworden und die Schattenlande haben eigentlich so viel Potenzial gehabt, um so etwas zu bieten. World of Warcraft macht es jetzt. Und natürlich sehen wir auch in Gilneas genau so etwas. Wir haben die Zurückeroberung jetzt, überall bauen sie, aber in den Daten wissen wir schon, dass dort weitaus mehr schlummert als das, was wir gerade eben in Gilneas sehen. Ein neues Dock, eine Erweiterung des Seeweges in den Daten, das wissen wir bereits. Die Verlassenen sind nicht mehr wie früher. Sie haben nicht mehr Feinde um sich herum, den Scharlachroten Kreuzzug hier, die Geißel dort, Gilneas an der nächsten Ecke, überall waren die Feinde um die Verlassenen. Das war nur sinnig, in die Unterstadt zu kehren, wo man sich besser verteidigen konnte, weil niemand dorthin wollte. Das sind nicht mehr die Verlassenen von heute. Die Verlassenen haben eine Art neuen Stolz, den sie gerade versuchen zu entfachen. Vielleicht ist es auch Kalia, die das schafft, ihr einziges Volk zurückzuholen. Sie haben auch
die Wappenröcke oder die Schilder geändert. Dort ist nicht mehr Sylvanas Konterfei drauf, sondern sie tragen jetzt stolz das L von Lordaeron. Sie sind wieder Lordaeroner oder wie man auch immer sie nennen mag. Zumindest kriegen sie wieder eine Art, ja, eigenes Ich zurück, nachdem sie eigentlich nur für Sylvanas gelebt haben. Es gab einen kleinen, trostlosen Rat früher, der sich versucht hat zu bilden, um zu zeigen, ja, wenn wir wollen eigentlich nur sterben, lass uns doch bitte einfach sterben. Wir wollen uns von Sylvanas ein bisschen abkapseln. Und dadurch ist viel Mist passiert. Und das sind nicht mehr jetzigen Verlassenen. Sie haben eine eigene Identität ohne Sylvanas. Außerdem könnte es sehr schwierig sein, Unterstadt noch zu reinigen. Natürlich, man hat es in Gilneas geschafft und in der Oberstadt, also in Lordaeron-Stadt, hat man geschafft, die Seuche wegzubekommen mit einer langen Questreihe Ende Shadowlands. Aber in der Unterstadt selbst, da ist es doch noch um einiges verseuchter. Kriegt man das auch noch wirklich raus? Außerdem, was lauert da unten eigentlich noch? Wir erinnern uns zurück an die Questreihe zwischen Koltira Todesweber in den Pestländern und Sylvanas, als er vermeintlich Verrat begeht an der Horde und mit Tassarion eine Art Frieden oder Waffenstillstand sich einigt. Sylvanas hat darauf Koltira unter Unterstadt verbannt und man sagte nur, dass dort das Grauen auf ihn wartet. Wer weiß, was dort unten wirklich ist. Wir haben auch schon immer wieder den Thronsaal von Lordaeron, der ja, in der Lore-Community seit zig Jahren für Spekulationen sorgt. Das Zeichen selbst sieht nahezu aus oder hat sehr starke Ähnlichkeiten mit vielem vom Licht, sei es in der Paladin-Ordenshalle oder in der neuen Kathedrale der Arathi in The War Within. Was da vielleicht noch so auf uns warten könnte und warum wir vielleicht deswegen Unterstadt lieber Unterstadt sein lassen sollten, es liegt auf der Hand. Das nächste ist natürlich, man könnte das ganze Gebiet jetzt auch ein Stück weit erweitern. Der Lordamer See, der könnte einen direkten Anschluss zum offenen Meer bekommen. Oder man baut die Lordaeron, es müsste ja auch größer werden, man baut es vielleicht nördlich oben an die Nordflanke von Tirisfall. Denn komischerweise kriegt ja nicht nur Gilneas einen neuen Hafen, auch Bellamef hat einen neuen Hafen. Warum brauchen wir überall neue Häfen? Vielleicht Vorbereitung für das, was nach der World Soul Saga kommt oder vielleicht für The Last Titan, um nach Nordend rüber zu schippern. Auf jeden Fall könnte man das super realisieren und wann, wenn nicht jetzt, könnte Lordaeron einen neuen Hafen bekommen. Außerdem bin ich stark der Meinung, dass wir eine neue Hauptstadt oder einen guten Vorposten, einen Hauptstützpunkt nördlich in den östlichen Königreichen für die Horde brauchen. Denn was mit Silbermond im Midnight passieren wird, das werden wir nochmal in einem eigenen Video behandeln. Denn ich glaube nicht, das, was die meisten von euch glauben, dass wir Silbermond noch einmal aufgebaut wiedersehen werden. Höchstwahrscheinlich wird es eine neutrale Stadt werden wie Gilneas bzw. wie Bellamef, also eine Horde-Stadt, wo aber Allianzler geduldet sind. Ich denke, dieses Schicksal wird so gut wie alle Hauptstädte ereilen und an sich finde ich es nicht schlimm, weil das kann schon für coole Immersion sorgen. Dann denke ich, dass wir einen neuen Artstyle für die Verlassenen bekommen werden. Wir kennen den aus Classic bis Wrath of the Lich King. Diese alten, vermoderten Gebäude, eigentlich ein richtig cooler Look der Verlassenen. Danach in Cataclysm, beziehungsweise schon teilweise in Wrath of the Lich King, haben sie diese Gebäude mit den Spitzen überall dran bekommen. Im heulenden Fjord sieht man sowas schon. Ich glaube aber, dass wir eine Art komplett neuen Style bekommen werden. Etwas wie Classic, aber schon in modern und vielleicht ein bisschen sauberer. Was auch ganz interessant ist, ist, dass die Nachtelfen oben auf Tel Drassil waren und nun unter Bellamef sind. Die Verlassenen aus der Unterstadt kommen und oben in Oberstadt nach Lordaeron gehen. Solche Dinge mag Blizzard besonders, gerade weil die Nachtelfen und die Verlassenen schon immer ein verbundenes Volk waren. Sagen wir mal, von der Vertauschung her in den Daten hingesehen. Und vielleicht wird es Kalia doch noch schaffen, die Verlassenen, die ehemaligen Bewohner Lordaerons mit dem Stolz von Lordaeron, von Menethil,
ja, voll zu packen und zu erfüllen und dass sie selber das alles haben wollen. Vielleicht war es gar kein Fehler mit Königin Kalia. Vielleicht war die Entwicklerin oder vielleicht war das ein Scherz seitens Blizzards, ein kleines Easter Egg. Vielleicht war es aber auch ein Fehler und die Entwicklerin war schon etwas weiter. Denn auch wenn sie auf Twitter einräumt, es war ein Fehler und dies und das und sie hat da ja vorher schon mitgearbeitet, zeigt ja eigentlich nur noch mehr, du kennst Kalia. Warum ist sie jetzt auf einmal Königin wieder? Also, das kann schon cool sein, dass das ein großer Wink mit dem Zaunfall war. Und generell muss man natürlich sagen, Lordaeron ist schon eine wirklich starke Hauptstadt in World of Warcraft. Hier kam Medivh hin in Warcraft 3 und ging zu Terenas und der Allianz von Lordaeron, um sie zu warnen vor den Orks und. Wir haben eins der besten und coolsten Cinematics im Warcraft-Franchise, wie Arthas unter dem Glockenturm vom Jubel der Lordaeraner zu seinem Vater in den Thronsaal reingeht, ihn enthauptet und die Krone auf den Boden fällt. Einfach insane, dieses Cinematic. Wäre doch cool, wenn wir Lordaeron wieder im alten Glattens mit Staub und ein bisschen Grün wiedersehen könnten. Kommen wir direkt auch nochmal zur Frage, für die Leute, die Unterstadt vielleicht gar nicht so kennen. Was ist die Unterstadt eigentlich und was war sie vor den Verlassenen? Die Unterstadt wurde so benannt, viele Jahre bevor die Verlassenen überhaupt entstanden sind und die Geißel nach Lordaeron bzw. nach Tirith voll kam. Denn weit unter dem Palast von Lordaeron, da waren die alten Krypten und Katakomben der königlichen Familie. Das waren Verliese, Abwässerkanäle und eigentlich war das nur für schwierige Straftäter, für Tote und trotzdem lebten dort einige vom Volk, die wirklich gar kein Geld hatten und dort versuchten sie verzweifelt zu überleben von den Abfällen der Stadt oben drüber. Zwischendurch ist auch sind die Soldaten mal runter in die Unterstadt gegangen und haben versucht, dort nach dem Rechten zu sehen, es aufzuräumen, es irgendwie zu entmüllen, aber sie haben es niemals geschafft. Als die Allianz von Lordaeron schlussendlich Ogrim Schicksalshammer gefangen genommen haben, haben sie ihn in die Unterstadt übrigens eingesperrt. Er konnte aber von dort fliehen und irrte dann nach viele Jahre umher. Das kann man in den Novels von World of Warcraft nachlesen. Also die Unterstadt ist schon wirklich ein abartiger Ort. Und gerade deswegen und mit dem neuen Ich der Verlassenen, würden sie dort wieder hin zurückkehren? Würden sie das wieder aufbauen? Mit dem neuen Mut? Mit dem neuen Ich? Ich denke nicht. Warum wird es einen weiteren Teil der Questreihe, der Traditionsquestreihe der Verlassenen geben? Nun ja. Die Verlassenen haben, wie ich gerade schon ein paar Mal erwähnt habe, angefangen, sich ihre neue Identität aufzubauen. Und Blizzard zeigt, dass sie genau das gerne in den Traditionsquest-Reihen bzw. in den Volkskampagnen gerne intern behalten und nicht irgendwie auf normale andere Quests spreaden und das irgendwie so machen. Also auch da brauchen wir noch weitere Quests, eine weitere Reihe, um eben diese Reise der Verlassenen abzuschließen oder dahin zu kommen, wo auch immer sie hinwollen. Wir wissen außerdem, dass wir Sylvanas Rüstung noch in den Daten haben. Ich bin bis vor kurzem davon ausgegangen, dass es der nächste 12-Monats-Reward für den Handelsposten sein könnte, wo wir jetzt das Moonguard-Set, also das Wächterinnen-Set, bekommen haben. Ich dachte zuerst, ja okay, dann kriegen wir jetzt den nächsten Erfolg für die nächsten 12 Monate und das könnte das sein. Aber ist es nicht geworden, deswegen sehe ich es als zweite Möglichkeit am plausibelsten, dass wir das, wie die Nachtelfen auch, als Abschluss für die Rückeroberung der Unterstadt bekommen. Man erinnere sich an die Nachtelfen, die ja auch 2 unterschiedliche Farben hatten. Und das ist nicht, wie manche glauben auf Twitter, weil eben Blizzard eingeknickt ist, weil die Community wollte die 2. Farbe. Nein, diese Questreihe war lang davor schon in Bearbeitung. Man konnte nur nicht sagen, ja, ey, sorry, ihr nehmt euch jetzt halt den Spoiler selbst, ne? Aber wir haben da schon längst was für euch geplant. Hier, Edge, Badge, habt da halt keine Überraschung mehr. Das ist halt so eine
coole Sache, was noch mit der Sylvanas-Rüstung dann kommen könnte, dass wenn wir wirklich komplett mit den Verlassenen durch sind, die Scharlachroten weg sind, Unterstadt nicht mehr ist, sondern Lordaeron zurück aufgebaut ist, dass wir dann diese Rüstungen zum Abschluss bekommen. Ähnlich haben wir es ja auch bei anderen Traditionsquestreihen. Wir denken nur mal an Gilneas, die haben ja quasi jetzt auch ihre zweite mit der Rückeroberung. Wir haben die Nachtelfen, die gleich drei Teile hatten. Erst die normale Traditionsquestreihe, dann die Rückeroberung Bella Mavs mit der zweiten Farbe und schlussendlich das wirkliche Zurückkehren oder das Besiedeln von Bella Mav, wo dann auch der Hafen eingeweiht wurde und. Und selbst da hat Blizzard selbst gesagt, Bella Mav ist noch nicht fertig und noch nicht final. Das ist halt etwas, was über Zeit kommen wird. Also auch da wird es für die Nachtelfen noch weitergehen. Oder auch die Draenei. Wir haben ja schon die Manari-Farbe freigeschaltet, die Erida-Farbe freigeschaltet und jetzt bald kommt tatsächlich noch eine Traditionsquestreihe, wo wir eventuell eine neue Draenei-Hauptstadt erleben werden. Auch hier wieder, neue Hauptstadt. Irgendwie ist es gerade in Mode. Das Wichtigste wird mit sein Sylvanas. Sylvanas gehört noch zu den Verlassenen. Auch wenn die Verlassenen nicht mehr zu Sylvanas gehören oder ihr hörig sind. Aber dennoch wird mit Sylvanas was passieren und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Chris Metzen ist zurück. Chris Metzen ist Sylvanas. Sylvanas ist Chris Metzen. Natürlich ist er auch Thrall, vor allem Thrall oder auch Illidan. Aber gerade diese drei Charaktere sind die Charaktere, die von Chris Metzen am meisten Liebe, Geschichte, Hintergrund und so weiter in World of Warcraft bekommen haben, solange wie er daran gearbeitet hatte. Wir wissen, Afrisabi, der danach den Job von Chris Metzen damals eingenommen hat, hat Chris Metzen gerne geärgert und hat gerne gewisse Sachen gemacht. So wissen wir aus Interviews, dass er zum Beispiel Drektar extra in einen Rollstuhl hat packen lassen, also geschrieben hat, und dann in diesem Interview gesagt hat, guck mal hier, dein einstiger Held Drektar, der ist jetzt in einem Rollstuhl. Ein bisschen weird, dieser Dude. Gut, nicht nur für das, er hatte ja auch einiges anderes am Stecken. Aber auch Sylvanas und Tel Drassil geht auf seine Feder zurück. Das Böse werden oder das so Böse werden von Sylvanas. Ich denke, Chris Metzen wird einen Weg finden, Sylvanas wieder richtig einzubauen in World of Warcraft. Natürlich wird sie keinen richtigen Redemption-Arc bekommen und sie ist morgen wieder die Anführerin der Verlassenen. Aber sie wird wieder zu einem wichtigen Charakter werden, so wie Chris Metzen schon immer den Platz für sie in World of Warcraft hatte. Außerdem, und hier habe ich wirklich Hopium bis zum Allerwertesten, wir brauchen immer noch gerade Rücken für Verlassene. In Battle for Azeroth an der Pyramide stehen schon Wachen, die haben einen geraden Rücken. In China gibt es schon seit Classic Untote mit geradem Rücken, weil dort Untote nicht so gezeigt werden dürfen wie im westlichen Raum. Deswegen haben die auch zum Beispiel keine Knochen außen stehen und sowas. Was wir jetzt im Westlichen auch bekommen haben, dass wir die Knochen komplett verdecken können. Also gerade Rücken incoming. Irgendwann. Aber das Allerwichtigste, die Scharlachroten sind noch nicht besiegt. Wir haben sie in der Traditionsquestreihe der Verlassenen, diesen lächerlichen Angriff, wo man sich wirklich fragen muss, was war da eigentlich bei euch los? Ihr konntet den Tag beziehungsweise wann angegriffen wird entscheiden. Ihr habt den Ort entschieden, ihr hattet Preparation Zeit, die Horde war nicht vor Ort, sondern nur die Verlassenen. Und trotzdem haben die Scharlachroten einfach nichts hinbekommen, obwohl sie wirklich richtig Power hinter sich hatten. Und wie wir jetzt mit der Gilneas-Questreihe wissen, dass auch das Licht per se selbst den Angriff mitgeführt hat. Also schon eine mächtige Kraft dahinter war. Und trotzdem haben sie überhaupt nichts gebacken gekriegt. Dann haben die Verlassenen den Gilnea geholfen, dort die Scharlachroten auch nochmal wegzumöbeln. Und die haben nochmal richtig einen aufs Maul bekommen. Aber wir haben dort in der Quest explizit gesagt bekommen, das war nicht das letzte Mal, dass wir die Scharlachroten gesehen haben. Auch wenn wir den Anführer weggedonnert haben. Nein, mit den Scharlachroten geht es noch weiter. Denn wir sind von Tirisfall runter nach Gilneas. Und wo ist der nächste Ort? Natürlich könnte man etwas Ikonisches nehmen, wie das Vorgebirge, Süder State Forest, Terrence Mill, nur dass dort mal die Scharlachroten jetzt irgendwie mitmischen. Oder aber, wir gehen gleich noch ein Gebiet weiter.
zu Stormguard und dem Arathi-Hochland. Und hier könnte es für die Verlassenen richtig interessant werden, denn dies ist der Ort, wo alles begann. Also, das richtig Schlimme begann. Kalias Tod. Sylvanas Abschlachten der eigenen Leute. Anduin, der gemerkt hat, dass man mit Sylvanas wirklich nichts mehr machen kann. Tyralion, der die Brutalität von Sylvanas gesehen hat. Und Gen, der dort wirklich in noch mehr Hass aufgegangen ist gegen Sylvanas als eh und je. Dort, wo auch die Verlassenen zum Teil den letzten Respekt vor Sylvanas verloren haben. Im Arathi-Hochland gibt es zum Beispiel auch einen Friedhof, wo den Toten derer gedenkt wurde, die ja dort von Sylvanas abgeschlachtet wurden, weil sie dachte, dass die Verlassenen dort Verrat begehen, obwohl es einfach nur ein verdammt dummer Move von Kalia Menethil war. Aber dort begann eben auch die Geschichte von Kalia. Und dort sehe ich das Finale von den Scharlachroten, Sylvanas und Kalia. Hier könnte ein Tyralion mitspielen, ein Gen. Hier könnte es richtig wild werden. Und darauf bin ich wirklich gespannt. Das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich sehr. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Abo auf gar keinen Fall vergessen. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Servus und Ade.